Herzlich willkommen zur nächsten Folge Trine 2. Wir sind wieder unterwegs. Wir dreisten drei, Gaula, Liriax und ich. Ich spiele diesmal den Amadeus, weil ich letztes Mal mit Soja so schlecht war. Ich spiele Pontius, weil er so schön draufhauen kann. Und auf dicke Dinger steht. Und ich spiele Soja, weil er sie einfach die allerbeste Genischen ist. Was auch nicht schwer ist, weil sie die einzige weibliche Person ist. Du musst immer das Mädchen spielen, naja. Ich versuche jetzt mal hier irgendwas zu bauen, ja, dass wir da irgendwie drüber kommen. So. Der Schwerste versucht natürlich hochzukommen, aber ich befürchte, da kommen jetzt hier diese Stachelviecher. Nein, die Stachelviecher sind weg. Yay. Na dann, hoch mit dir. Lirax. Wie kommt denn dann der Zauberer hoch, oder muss er sich umbringen? Ich kann da auch so hochspringen. So. Sehr gut. So. Oh. Dore ist jetzt schon aufgehalten. Zumindest teilweise. Aber wie bringen wir diese Brücken da hoch? Vermutlich gibt es irgendwo einen Schalter. Ja, da lohnt es an. Aber wie kommen wir da hin? Wo ist denn ein Schalter? Ich sehe ach, da ist ein Hebel da auf der anderen Seite. Guck mal, hier hoch geht's. Es geht hier hoch. Oh. Stell mal mein Schild hoch. Ah, interessant. Aber ich glaube, da ist nur so ein Kügelchen drin gewesen. Ja, stimmt. Kann der Zauberer vielleicht diese Dinger hochklappen, diese Brückenteile? Nee, kann ich leider nicht anfassen. Ich habe oben an die Spitzen da sowas rangeklemmt. Kann sich Soja da festhalten? Wo? Oben, ich habe da so eine Planke rangeklebt. Aber guck mal da oben. Wie kann man denn nochmal? So, ach, schaut doch mal da oben. Genau, da oben ist was. Ja, ja. Ich versuche das mal. Das funktioniert nicht. Dann machst du noch mal dieses Schwerkraftding weg. Aber jetzt ist es auch so kaputt. Ah, jetzt kommt da was runter. Irgendwas. Oh, ich hoffe, nein. Stein, aber den müssen wir ja, genau. Ja, wofür ist der gut? Ich meine, der geht doch hier unten auch ah, der geht nicht kaputt. Guck mal, das ist unten, die Säure ist gar nicht so tief. Wenn ich da drauf stehe, kannst du den dann heben? Nee. Aber ich kann ihn in die Mitte legen, wenn du nochmal runterspringst. Vielleicht eine Planke dann da drauf legen? Vielleicht könnten ein paar Steine heruntergeschlagen werden, damit man die Grube sicherer überqueren kann. Ja. Mal gucken, wie lang die längste Planke ist. Am besten lieber nach vorne, da wo wir stehen, weil ich weiß nicht, ob wir bis dorthin. Du kannst auch hinfliegen. Ich kann ja mehrere machen. Vielleicht sollte ich mal beiseite gehen. Ah, Sekunde, ich mach noch eine neue. So, ich glaube, das sollte gehen. Sehr schöne Brücke. Hat das geklappt? Also. Feind in Kiste einfangen geht irgendwie nicht. Doch, geht. Ja, also. Das aber ist dann noch nicht kann genug. Er nicht zerstört werden. Also er kann schon zerstört werden, aber nicht allein dafür, dass er in der Kiste ist. So, gut zum Schutz. Mhm. Hier links sind Sachen zum Einfangen. Also einsammeln, meine ich. Ja. Ja, jetzt ist meine Zeit als Pontius. Wieder vorbei. Genau, ja, das war deine Zeit. Da oben so Sachen einsammeln. Wo können wir denn da hin? Da oben ist auch eine Badewanne an der Decke und die schwingt so hin und her. Seht ihr sie? Ja, da kann man sich reinsetzen. Ja, fast wäre ich in die Sache gefallen. Ich möchte in die Badewanne. Hm. Bitte, lasst mich in die Badewanne. Bau mir doch mal was, Zauberer, dass ich in diese Badewanne komme. So hoch. Oh. Kannst du mich noch mit deinem Zuber in die andere Richtung schenken? Nee, in die andere. Auf jeden Fall noch was eingesammelt. So, und dann hier oben so eine kleine. Oder so. Ich war kurz drauf. Mist. Hier runtergefallen.
So, guck mal, ich mache hier nochmal so ein. Dankeschön, das war ja richtig bequem. Ja, wenn ich Zauberer bin, dann gibt's sowas. Oh. Eine indirekte Beleidigung. Ja. So, ich hopp sie einfach rüber. Kannst du, also ich meine, es bringt jetzt mir jetzt leider nichts, wenn ich in dieser Badewanne hocke. Böen, aber. Ja, ich bin schön, gerade tot. Wenn du gesteinert hättest. Vielleicht. Ich habe es eindrucksvoll gesehen. Die Säure mal aufhalten mit so einem Pfeil. Ich bin auch. Ja, das Problem ist, dass ich es von hier aus nicht sehe. Wir sind übrigens beide tot. Valeria. Du kannst aber auf das Holzding in der Mitte drauf springen. So einen richtigen Moment abpassen. Achso, ich sehe schon da. Gerade nicht. Naja, das Holzding in der Mitte kann man auch nicht benutzen, weil. Oh oh. Aber da unten, da. Ja, das schaffst du schon. Beleb uns wieder. Nee, muss ein bisschen höher. Ja. Nicht gut gesprungen. Oh Gott. Na gut, wir sollten uns nicht beschweren. Machst du wieder dieses. Genau, dieser Pfeil? Ja. Eine schöne. Achso, wir können eigentlich jetzt rüberspringen. Wir brauchen hier nicht so. Muss nur aufpassen, dass man nicht zu weit springt. So. Okay, also wir machen was. Ja, also ich bin dafür, dass Soja erstmal einen Pfeil darüber isst, damit die Säure nicht mehr fliegt und dann können wir eigentlich rüberhüpfen. Mhm. Frage nur, wie Soja das macht. Nein! Ohne zu sterben. Pfeil bitte, Soja. Diese Hebel hier, die sind benutzt, ne? Also man kann da jetzt nichts mehr mitmachen. Ich glaube, wir haben die schon benutzt, ja. Okay. Wenn wir das drauflegen, fällt es dann runter, ja. So. Hat nichts gebracht. Vielleicht müssen wir einfach oben rum. Also in die Badewanne, mit der Badewanne schwingen, oben dieses Stachelding aufhalten. Das hat geklappt. Ah, okay. Das heißt, man kann jetzt rüber, Ja. Nein, man kann nicht rüber. Ah, warum doch, nicht? Jetzt kann man rüber. Wenn man dabei nicht stirbt! Nein! Man kann rüber, aber manchmal gehen die Plattformen auch runter und dann kann man nicht rüber. Okay. Ich überlege mir mal was. Ich versuche mal weiterzukommen. Ja. Sehr gut, eigentlich. Oh, was ist denn jetzt? Cut. Okay, nochmal. So. Wie willst du jetzt weiterkommen? Na, ich muss eigentlich nur rüberspringen. Ja, aber das ist ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, ne? Ja, wenn ich diese. Oh nein, jetzt. Jetzt klemmt es fest. Jetzt stehst du auf dem Ding drauf? Jetzt stehe ich auf dem. Ich will ja ein bisschen schwingen mit dem Ding. Ich kann mich. Oh, okay. Ich wollte es oben festklemmen am Holz. Ah, ja, das wäre gar keine schlechte Idee gewesen. Na, probier mal gleich aus. Wie denn? Boah, ja. Meine Güte. Okay, soll ich das nochmal probieren? Ich will mit, ich will mit. Ich bin schon wieder durch, das ist ein dann hüpf rein. Ich bin noch da. Ein bisschen gedauert. Ich bin ja nicht mehr der Dünnste. Tja. Okay. Du?
So, ich greif das jetzt und piekst es da oben rein und es hält. Okay. Und dann machen wir mal hier die Säure. Okay, das klappt nicht. Naja, Pontius kann drüber fliegen. Drüber fliegen mit Schild nach oben haltend. Mm. Ja, mach das. Ja, ja, er ist drüben. Geschafft. Okay, ich springe einfach. Yuppie. Ja. Sehr schön. Cool. Voll gemacht. Gutes Teamwork. Ist jetzt aber keine Säure da unten, oder? Dieses Wasser. Nö. Man weiß ja nie. Nimm mal einen Schluck. Die ist keine Säure. Hier gibt es Sachen einzusammeln, irgendwie. Kommt man da unten dran? Ja. Man muss vielleicht hier irgendwas wegzaubern, kaputt machen. Kann leider nichts kaputt machen. Die sind miteinander verbunden. Können die runterdrücken, das Fass? Wie kriegt man das daraus? Man kann ja nicht dran ziehen. Und drücken bringt leider. Was bringt denn der Hebel? Ich wollte sagen, was ist der Hebel? Das? Oh, jetzt. Ah. Was? Sehr nett. Aber wir sind trotzdem nicht dran gekommen. Vorher machen wir so, was ist denn, wenn man es jetzt raus hebt? So, ich kann jetzt zaubern. Wenn da keiner draufsteht. Entschuldigung, ich wollte es nur kaputt machen. So. Das war's, glaube ich. Ist da noch was unten links? Nö. Den. Kommen wir noch an diese Kugel da dran? Kugel? Da oben? Die kommen wir von der anderen Seite aus ran. Ach, hier die Kugel. Ja, einfach drauf hopsen. Oh, da oben ist noch was. So ein Herzchen und noch, Nase. Ja, ja. Dafür brauchen wir Soja. Soja, kommst du mal? Ich will gerade da. Das kann ich doch machen. Ich bin noch viel besser am kaputt machen. Jetzt soll ich die Arbeit weg. Wir haben. Da oben ist ein Herzchen und eine Bubble. Genau. Reicht das hier zum. Vielleicht hier so ein Holzfass. Da kannst du dich doch dran festhalten. Oder das müsste jetzt gehen. Ja. Okay, ich schieb's noch ein bisschen höher. Oh, du bist zu schwer. Nimm mal ein bisschen ab, so, ja. So, guck mal, das kriegen wir dann noch höher. Versuch jetzt mal oben. Ja. Ah, okay. Nein. Und jetzt. Können wir einen Doppelsprung machen? Kannst du mir das Fass mal unten tun, damit ich es aufstellen kann? Wie jetzt? Einfach weiter nach unten, damit ich es aufstellen kann. Nach unten? Ja, hier so. Noch ein bisschen weiter runter, dass ich halt aufstellen kann. Achso, du willst nur so drauf einmal hopsen. Genau. Okay. Okay, das war's. Okay. Klasse. So, und hier müssen wir auch irgendwas bauen, nehme ich an. Oder einfach das Wasser wieder rüber tun. Ja. Dadurch? Ja. Ich glaube, wir müssen dafür eine Planke irgendwie ins Wasser legen. Ich glaube, die schwimmen. Warum geht die Planke eigentlich unter? Das nicht irgendwie. Sie ist aus Metall. Ach so. Ich kann versuchen hier komm den. Mal so ganz kurz, kommt man nicht dran. Nur so bisschen. Hab's. Nix weiter. Alles weg. Noch hier irgendwie hochkommen. Da bin ich.
muss man irgendwie wieder. Ach nee. Und wieder Belebungspunkt. Ist ein bisschen Säure. Man kann auch mal kurz oben überspringen. Komm schon, Amadeus. Ja, jetzt schwebt das Ding ja weg. Kannst einfach springen. Einfach hochspringen? Ja, Schwerkraftblase. Ups. Jo, prima. Großes Riesenrad. Ich möchte hier nicht eingeklemmt werden. Oh, oh, oh. Ekelhafte Spinnenviecher, die mich töten. Da musst du ja mal hin. Was bist du, Amadeus? Wo ist Amadeus? Ich bin gerade links oben. Ja, noch mal hochspringen? Nicht weiter, nicht da lang. Ach, hier sind noch so Sachen zum Einsammeln. Bist du denn hin? Ich komme nicht ran. Okay. Also ohne dich schafft's. Erst nicht. Ja, okay. Kann man die große wahrscheinlich nicht einsperren. Dafür zu klein. So, was ist das mal weg? Lassen. Ja. Hm. Okay, ich brauch's doch nochmal. Klein. Oh, die war ja putzig. Danke für ein schlecht gereinigtes Schloss. Das ist der Keller doch. Der im Keller. Was ist das für ein schlecht gereinigter Schlosskeller? Warum ist hier überhaupt überall Säure? Das ist bestimmt ganz viel Umweltverschmutzung. Okay. So. Guck mal, hier oben haben wir so ein explodierendes Fass. Ups. Magst du das mal anzünden? So, vielleicht darüber. Ah. So, oh, ging nicht kaputt, schade. Ach, das hätte man. Ach, das hätte man hier unten drunter packen müssen. Naja. Ach. Kriegt man noch eins? Es sieht nicht so aus. So, irgendwelche Schalter. Ja, war das hier? Okay. Ich muss hier etwas tun. Ich würde sagen, der Keller ist nicht gut abgedichtet. Ist ein bisschen feuchter, ne? Ja. Aber es scheint ja auch oben Licht reinzuscheinen. Also, wie ist da offen? Das sind die ganzen Algen. Und ja. Aber es sieht insgesamt ein bisschen aus wie irgendwie unter Meer. Im Meer. Das kann man drehen. Ja. Der nächste Wiederbelebungspunkt. Willst du da mal drauf? So lange außer Gefecht. Müssen wir da oben rechts hin? Ups. So. War sehr elegant. Ja. Zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, ja. Ich kann es so, oder? Wo auch immer du gerne hin möchtest. Ah.
Da gibt es ein gleich explodierendes Fass. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht darüber bringen können, aber ich glaube, das schaffe ich nicht vom Weg her. Was bringt uns das denn, dass man da vorne ein Fass hat? Naja, noch mehr Punkte einfach. Also da unten, meine ich. Da hätte man jetzt noch diese paar Flaschen da holen können. Naja. Achso, weil hier ist ja auch ein Fass. Fass, das habe ich ja ganz gehört, ist, ne? Ja. Wollen wir sie mal wiederbeleben, da oben? Ja, irgendwie? Bitte. Ja. Guck mal. Oh, krieg ich? Ja. Oben rechts. Ja, das müsstest du mal machen. Juhu! Ich schwebe! Ist das ein Bug? Ich glaube ja. Scheinbar hat Ponzi so stark abgenommen, als er tot war, dass er nun abhebt. Ich bräuchte doch nochmal so eine Blase, um rüber zu springen. Ich glaube. Ja, da. Kann nicht mitspielen. Yippie. So, oh, hier oben links war auch noch. Hier sind ja so viele Sachen zum. Komm nicht mehr runter. Ich bin irgendwie in die Decke geflogen. Ganz viele Sammelteile. Was machen wir denn nun? Vielleicht machen wir generell ein Päuschen. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit. Jo, geht gut. Oh, ich bin gestorben. Dann klingt das sowieso noch besser. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich auch wieder mit Pontius. Tschüss. Hey, da ist er ja. Aber, naja, okay.